Seid gegrüßt und willkommen zur 22. Episode meiner Yes Your Grace Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir sammeln wie immer einige Vorräte ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich meine, wir sollten irgendwie 5 sammeln, hieß es irgendwann mal am Anfang. Wir haben noch 13 Wochen. Ich habe noch Zeit genug und Gold hier alles anzuklicken. Ich klicke das auch bloß nicht vorher an. Und wir fahren einfach fort mit der 38. Woche. Und schauen, was uns hier erwartet. Oh, die Taube. Vater, ich habe versucht, Briefe zu schicken. Ich habe versucht, es dir an der Wand zu sagen. Ivo hat immer einen Weg gefunden, mich davon abzuhalten, dich zu kontaktieren. Du hast keine Ahnung, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass du nach Hause zurückgekehrt bist. Von ganzem Herzen danke ich den Geistern, die dich angeleitet haben. Ich wusste von Ivos Plänen, aber ich konnte es dir nicht sagen. Ivo drohte mir, wenn ich etwas sage, würde er nicht nur dich holen, sondern auch meine Schwestern und meine Mutter. Er hat gedroht, sie bei lebendigem Leib zu häuten. Ivo ist verzweifelt, er ist verrückt. Er glaubte, dass er, wenn er dich los wird, seine Mutter heilen und seinen Vater rächen wird. Zur Hölle mit ihm, Atana und seinem Gott. Vater, ich habe Angst. Aber so wird es besser sein. Ich sehe jetzt, dass es für mich keinen Ausweg gibt. Sagt Sedani, dass es mir leid tut wegen Dusty. Sag Azalia, sie soll ihrem Herzen folgen. Und sag Mutter, dass ich sie liebe. Halt dich nicht zurück. Ich liebe dich. Oha. Bringt sie sich um, oder was? Lorsulia, ist das ihr Abschied? Sie ist nicht in Sicherheit in Atana. Wir müssen Ivo besiegen, sie zurücknehmen. Ich kann nicht zulassen, dass dieser Widerling ihr Schaden zufügt. Ich werde diesen Drecksack finden und ihn in den Boden drücken. Ich weiß, dass du willst, aber wir müssen behutsam vorgehen. Wir können den Kampf nicht zu ihm bringen, euer Gnaden. Er weiß das. Er muss hierher zu uns kommen, wo wir hinter den Mauern einen Vorteil haben. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nicht dorthin schicken sollen. Ich muss das Aurelia zeigen. Alter, die ist schwanger. Oh Gott. Mal gucken, wie wir das machen. Ich habe den Dorfbewohnern gesagt, dass sie wegen der Wehr... Ja, blablabla. Sie sollten in Kürze hier sein. Oh, so viele wieder. Ich habe den Dorfbewohnern gesagt, dass sie wegen der Wehrpflicht sehen wollen. Ja, blablabla. Sie sollten nicht kurz hier sein, blablabla. Ich habe den doch, blablabla, ja, Wehrpflicht. Ja, den habe ich gerufen, damit er da ist. Wie kann ich Ihnen helfen, euer Gnaden? Ja, mal gucken. Das wäre alles. Tschö. Bauer. Wie kann ich helfen, euer Gnaden? Werden Sie sich meiner Armee in der kommenden Schlacht anschließen? Der Krieg mit Atana ist nahe. Meine Armee braucht dich. Ich habe gesagt, wir waren für immer verschuldet, als sie uns geholfen haben. Wir haben das ganze Dorf nach den Bränden wieder aufgebaut. Sie können sich auf unsere Hilfe verlassen, euer Gnaden. Sei bereit, die Schlacht beginnt in 12 Wochen. Schade, dass hier die Taube kein General ist. Warum sollte der König selbst nach mir schicken? Werden Sie sich meiner Armee in der bevorstehenden Schlacht anschließen? Wir haben die Chance, den Krieg zu gewinnen. Aber jede kleine Hilfe wird geschätzt. Du hast mir nicht geglaubt, als ich mit meiner Familienschatulle um Hilfe bat. Ich ging und fand die Schachtel selbst. Ich habe es geöffnet, weil ich neugierig war, was drin ist. Ich wollte nicht sterben wie Onkel Slavko. Die Schachtel enthielt eine Art Fluch. Und es hat mein Augenlicht gekostet. Ich habe gelernt zu laufen, indem ich Dinge gehört habe. Aber ich kann sicher nicht kämpfen. Es tut mir leid, das zu hören. Ja, toll. Danke. Nichts. Für nichts. Ihr habt nach mir gerufen. Wie kann ich euch helfen? Würdet ihr meiner Armee beistehen in der nächsten Schlacht? Wir ziehen in den Krieg. Wir müssen unsere Verteidigung aufbauen. Aber sicher, euer Gnaden. Ihr Jäger habt euch gut geschlagen gegen diese Bultis. Zeigte meiner Frau, dass ich nicht lügte. Ihr könnt auf meine Freunde und mich zählen, euer Gnaden. Sehr gut. Seid bereit. Oh Gott, seid bereit. Die Schlacht beginnt in 12 Wochen. Ja!
Haben Sie jemals von Mudbugs gehört, Euer Gnaden? Insektenähnliche Kreaturen. Sie leben in Sümpfen und glühen nachts. Manche würden sagen, sie bewachen Schätze, aber hören Sie nicht auf diese Lügen. Sie jagen einfach diejenigen, die dem Licht folgen. Denken Sie daran, wenn Sie sich nach Sonnenuntergang im Wald verirrt haben, folgen Sie nicht dem Licht. Warum erzählst du mir das? Ich kann nicht sagen, dass ich mich normalerweise in den Wäldern verlaufe. Mein Sohn wollte die Schätze im Wald suchen. Wie ich schon sagte, die Schätze sind im Gegensatz zu den Wanzen nichts als Lügen. Er ist noch nicht zurückgekommen und ich fürchte, er hat sich verlaufen. Ich sagte ihm, er sollte nicht auf die Gerüchte hören. Ein Jäger könnte wahrscheinlich die Mudbugs. Wir werden einen Jäger schicken. Ich bin sicher, er wird deinen Sohn finden, wenn er den Kreaturen folgt. Danke, Euer Gnaden. Das ist wunderbar. Vielleicht kann der Jäger sogar die Mudbugs loswerden und die Schätze finden. Ich meine, welche Schätze? Es gibt keine Schätze. Wow. Euer Gnade, ich habe ein Problem. Ich habe an allen möglichen Gebäuden im Dorf gearbeitet. Die Schmiede, das neue Gasthaus, eine Kapelle. Es ist das Einzige, was ich tun kann. Aber weil ich mit sehr schweren Steinen gearbeitet habe, ist mein Rücken kaputt. Ich kann nichts mehr heben. Jedes Mal, wenn ich mich bücken will, werde ich ohnmächtig. Was kann ein alter Mann wie ich tun, um ein wenig Geld zu machen? Ich habe keine Familie, die mich unterstützt. Und das Einzige, was ich gelernt habe, kann ich nicht mehr ausüben. Ich werde die Hexe schicken. Meine Hexe wird dein Haus besuchen. Sie könnte ein Heilmittel für ihren Rücken finden. Oh, danke, Euer Gnaden. Das wäre toll. Obwohl ich nicht lügen werde. Ich möchte nicht wirklich wieder arbeiten. Trotzdem danke, Euer Gnaden. Wow. Jetzt müssen wir erstmal mit der Aurelia quatschen. Über den Brief. Das wird nicht schön. Schätzchen? Schatz, Lorsulia hat einen weiteren Brief geschickt. Unsere Tochter, sie ist in Gefahr, Aurelia. Das ist nur meine Schuld. Und ich kann überhaupt nichts machen. Warum bestrafen uns die Götter so streng? Als ob die Schlacht nicht schon genug wäre. Was ist passiert, Erik? Sprich mit mir! Lorsulias letzter Brief klang etwa so. Ich bin mir im Klaren, dass es keinen Ausweg für mich gibt. Sag Mutter, dass ich sie liebe. Was soll das bedeuten? Erik, wir müssen was tun. Sie sagte, er sei wahnsinnig und dass er mich loswerden möchte. Oh nein, was ist, wenn Ivo den Brief sah? Sag Mutter, dass ich sie liebe. Sagt sie damit, lebe wohl. Wir müssen jemanden zu ihr schicken. Seine Wachen sind zu stark, wir würden es niemals schaffen. Er hat sie sicherlich eingesperrt, für den Fall, dass wir sie versuchen zu erreichen. Wir müssen warten. Du hast recht, wenn wir ihn verärgern, tut er noch ihr etwas... Mein Gott, tut er ihr etwas noch an? Noch etwas an? Meine Fresse, ich kann die Texte nicht mehr lesen. Er ist zuversichtlich, dass wenn er uns angreift, das Schloss in seine Hände fällt. Doch wir können ihn überraschen. Wenn wir uns gut genug vorbereiten und somit die Schlacht gewinnen, wird Lorsulia zu uns zurückkehren. Ich hoffe wirklich, dass dies der Fall sein wird, mein Schatz. Okay, gut. Das war dann doch einfach, mit ihr zu reden. Wir gehen dann zurück hier rein, weil ich das immer tue, und beenden diese Woche. Ach so, Bestellung noch Agenten, genau. Stimmt ja, ich kann ja noch meinen General losschicken. Magenschmerzen? Angegriffenes Dorf? Nebengeschäft? Boah, wir schicken hier den General hin. Hallo? Da, danke. Den kann ich nicht einladen. Ja, ich brauche hier keinen zu Dingsen, zu Brieftauben. Wir spenden wieder oder bevorraten wieder. Noch genug Zeit. Das hier lassen wir wieder. Wir sammeln lieber Gold. Und machen weiter mit der nächsten Woche. Mit Woche 39. Audrey hat was zu sagen? Unsere Armeegröße macht mir Sorgen. Was? Warum? Wir müssen so viele Dorfbewohner wie möglich zusammenrufen und versammeln. Vielleicht sind sie nur Bauern, aber solange sie Steine werfen können, werden sie nützlich sein.
Das ist wahr. Hoffentlich können wir das Schloss erfolgreich verteidigen. Hallo, die Anzeige geht nur bis 100. Das sollte reichen. Ich habe den Dorfbewohnern gesagt, dass sie wegen der Wehrpflicht sehen wollen. Sie sollten kürzer hier sein. Söldner? Ich leite ein kleines Geschäft, Euer Gnaden. Ich kann Ihre Vorräte gegen Gold eintauschen. Nehmen wir an, 25 Vorräte für 18 Gold. Sollen wir es besiegeln? Das wäre alles für jetzt. Überhaupt kein Problem, Euer Gnaden. Ich besuche dich in einiger Zeit wieder. Ja, Euer Gnaden. Armee beitreten, Schlacht, bla. Krieg Atana steht bevor. Wir brauchen Hilfe. Die Banditen haben unser Dorf schon wieder überfallen. Wir konnten nichts gegen sie tun, ohne die Hilfe eines Generals. Sie haben die meisten unserer Leute getötet. Ich und ein paar andere konnten in ein Nachbardorf fliehen. Unter Atanas Kommando. Ich befürchte nicht, dass wir euch helfen können. Ich verstehe. Es tut mir leid, Euer Gnaden. Gut, besser als Abzug. Ich muss dir etwas zeigen. Es geht um unser Kind, Liebling. Besuch mich im Schlafgemach, wenn du kannst. Natürlich, Aurelia. Okay, das macht mir jetzt irgendwie Angst. Euer Gnade, ich leide an einer juckenden Krankheit. Mein Gesicht juckt. Meine Beine jucken. Mein Gott, haben Sie eine Idee? Ich kann es nicht aushalten. Jedoch, ich habe gehört, dass die Berührung eines Königs alle Arten von Krankheiten heilen. Was? Also, wie wäre es damit, Euer Gnaden? Werdet ihr eure königlichen Kräfte auf mich anwenden? Was? Warum nicht einen Heiler einstellen? Ein Heiler hilft dir viel eher als ich. Ihr mögt nicht vermögen zu heilen, aber ihr seid großzügig, Euer Gnaden. Lebt wohl. Ja. Euer Gnade, ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen im Schloss, Pastor. Ich komme, um euch um einen Gefallen zu bitten. Die Gemeinde hat entschieden, dass es an der Zeit ist, das Kolovrat in unserer Stadt zu verbessern. Das Alte auf unserem Marktplatz ist alt und kurz vorm Einstürzen. Wir dachten zuerst, dass wir es reparieren, doch jetzt ist es besser, gleich ein ganz neues zu bauen. Wir können diese Gelegenheit nutzen und es direkt richtig angehen. Die Gemeinde hat einen beträchtlichen Betrag an Gold und sonstigen Mitteln zusammengetragen. Jedoch reicht es noch nicht aus, um die Arbeiten zu decken. Wir müssen Steine in den Bergen abbauen und in die Stadt transportieren. Unser Steinmetz sagt, er könnte es dann herausarbeiten. Wenn wir erst einmal ein neues Kolovrat in der Mitte unserer Stadt haben, werden mehr Leute kommen, um es zu sehen. Die Gemeinde wird sich viel sicherer fühlen und glücklicher sein. Wir bräuchten etwa 25 Gold. Jetzt geht's wieder an mein Gold. Ja, hier, nimm. Baut das größte Kolovrat in Davern. Ich bin mir sicher, die Gemeinde wird das zu schätzen wissen. Danke, Euer Gnaden. Möge Gott euch beschützen. Ja, sowas habe ich gehofft, dass das passiert, dass Gott mich beschützen soll, also als Buff vom Pastor. Erik, das ist Delilah, eine hiesige Hexe. Was? Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, den Fluch aufzuheben. Willst du es erklären, Delilah? Euer Gnaden, mit eurer Erlaubnis könnten wir ein Ritual durchführen, das den Fluch aufhebt, der auf euch gelegt wurde. Fluch? Ich dachte, das wäre nur Humbug. Nach dem, was ich von Königin Aurelia gehört habe, klingt es so, als wären sie verhext worden. Ihre schlechte Gesundheit, ihr Unglück, kein Erbe. Tatsächlich. Ich kann bei all diesen Dingen nicht helfen, aber ich denke, ich kann in Bezug auf die wichtigste Angelegenheit hier von Nutzen sein. Ein rechtmäßiger Erbe. Erzähl mir mehr über das Ritual. Worum geht es? Das Ritual ist kompliziert und wir werden euch brauchen, Euer Gnaden. Wir werden gute Geister bitten, zu unseren Gunsten zu handeln. Sie müssen die Beschwörung nach mir wiederholen und gelegentlich helfen. Was ist das Risiko? Dieses Ritual schreit mir nicht... Was? Scheint mir nicht gerade sicher. Was ist das Risiko?
Wird es schmerzhaft sein? Es kann ja, aber sie wird die meiste Zeit in den Bann gezogen sein. Sie wird betäubt sein, obwohl ihr Körper Anzeichen von Schmerz zeigen kann. Tatsächlich. Königin Aurelias Geist wird nicht in ihrem physischen Körper sein, also wird sie nichts fühlen. Was sind die Chancen? Ist uns ein Erbe sicher? Wie immer besteht in diesen Angelegenheiten ein Risiko. Das Ritual muss perfekt durchgeführt werden, damit es funktioniert. Aber solange sie uns helfen, sind die Chancen für einen Jungen sehr hoch, fast sicher. Ich denke, das ist genug. Mann. Ziehen wir es durch. Ich denke, wir sollten es tun. Damit das Ritual stattfinden kann, muss ich mehrere Zutaten sammeln. Oh, bitte, lass mich nichts machen müssen. Die Liste ist lang, aber die meisten Dinge kann ich selbst bekommen. Je exotischer die Elemente sind, desto mehr brauche ich ihre Hilfe, euer Gnaden. Was brauchst du? Wir müssen ein Gebräu machen, das Königin Aurelia hilft, ihren Körper zu verlassen. Wir brauchen eine besondere Art von Pilzen. Sie haben ein markantes, lebendiges Blau. Okay, die werde ich finden. Es wächst gerne an feuchten Orten. Ich bin mir sicher, sie können einen rund um die Burg finden. Wir werden auch das Kraut der Gnade oder einfache Weinraute verwenden, wenn sie es vorziehen. Der starke Geruch wird die Königin im Bann daran erinnern, wo sie ist und was passiert. Es wird auch böse Geister vertreiben. Sie werden es von keinem Händler bekommen. Der Geruch schreckt Kunden ab, die andere Waren kaufen möchten, sodass sie selbst eine finden müssen. Ich werde auf ihrer Karte markieren, wo ihre Agenten wahrscheinlich welche finden werden. Sagen Sie ihnen, sie sollen nach bläulichen Blättern mit gelben Blüten suchen. Wir brauchen auch 2 Fläschchen Betonienöl. Es hat den Effekt, Schmerzen zu lindern, sodass dies ein Geschenk für den alten Geist sein wird. Ein Beifußöl, auch als Frauensalbei bekannt. Ein Geschenk für den Geist der erwachsenen Frau hilft bei den Krämpfen. Reisende Kaufleute haben oft solche Öle in ihren Waren. Am schwierigsten zu bekommen ist auf jeden Fall das Ei des Basilisken. Und wir brauchen 2. Alter! Basilisken? Sei nicht überrascht, sogar Monster wollen Erben haben und legen Eier. Das Problem ist, die Leute ziehen es normalerweise vor, diese Kreaturen loszuwerden und ihre Jungen nicht in der Nähe zu halten. Viele Leute gehen durch eure Hallen. Ich bin sicher, es wird jemanden geben, der seltsam genug ist, um diese anzubieten. Also macht dir keine Sorgen, euer Gnaden. Die Eier des Basilisken dienen den Geistern als Geschenk. Eine für die junge und eine für die erwachsene Frau. Okay. Wir brauchen 2, damit sie hoffentlich unser Anliegen zu versehen. Hä? Wir brauchen 2, damit sie hoffentlich unser Anliegen zu versehen. Eine letzte Sache. Ich würde empfehlen, dass sie sich ein Zauberbuch suchen. Ich dachte, du wärst diejenige, die den Zauber wirkt. Ja, aber die guten Geister werden einige dieser Beschwörungsformeln aus dem Mund des Vaters hören wollen. Das Buch heißt Ausführungen von Ritualen, Flüche und Heilungen von Jurko Zaremba. Er ist ein renommierter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Alternativmedizin. Lesen Sie es unbedingt durch, wenn eine Kopie in Ihre Hände fällt. Sehr gut, wann werden wir bereit sein? Natürlich geht es um Magie, aber wir beschäftigen uns hier immer noch mit heiklen Angelegenheiten. Wir müssen warten, bis sich der Fötus entwickelt. Mach dir keine Sorgen, Erik. Ich werde bereit sein, bevor Atana vor unseren Toren ankommt. Ich kann es fühlen. Dann liegt es nur an euch, die Feinde abzuwehren. Oh Mann, ey, was eine Scheiße. Ich hab echt keinen Plan, wie ich die ganzen Sachen bekommen soll. Hallo, geh. Hier, diese Pilzkacke kann ich finden. Das muss der Pilz sein, von dem die Hexe gesprochen hat. Ich nehme einfach einen. Danke.
raus hier. Müssen wir noch dieses Kraut finden. Stand hier nicht auch Blumen? Blumen, da viel zu viele Bienen dran. Ja, toll. Die Blumen werde ich eh nicht finden. Ach, wir beenden jetzt mal die Woche. Ach nee, wir müssen... Ich muss noch hier meinen Typen losschicken. Weinraute, Lage, genau. Hexe, geh mal hin. Dank... Was? Oh. Hexe habe ich natürlich nicht general gemein. Danke. Jäger, geh mal hin. Auch nicht verfügbar. Was habe ich denn alles... Ach, der ist noch unterwegs, glaube ich, und die Hexe ist ja bei dem einen zum Heilen. Gut, dann können wir getrost die Woche beenden. Gut, wir haben noch alles da. Wir können nachher wieder 20 spenden. Sehr schön. Und um zu sehen, wie es weitergeht, solltet ihr beim nächsten Mal vorbeischauen. Wenn euch die Episode heute gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um, wie gesagt, zu sehen, wie es hier weitergeht, einfach meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.